Der US-Schauspieler Vin Diesel hat auf der US-Kinomesse CinemaCon das Erscheinungsjahr des 11. Teils der Fast and Furious Filmreihe bekannt gegeben. Demnach müssen sich die Fans noch bis 2025 gedulden, um den noch unbetitelten 11. Teil auf der Kinoleinwand zu sehen. Bereits in wenigen Wochen, am 17. Mai, startet mit Fast and Furious 10 der große Auftakt zum zweiteiligen Finale der Hauptfilmreihe in den deutschen Kinos. Diesel sagte, dass dieser explosive Sommer lediglich der Anfang von Fast and Furious 10 sei und er im Jahr 2025 das Privileg habe, den zweiten Teil des Finales zu bringen. Der 10. und 11. Teil der 2001 begonnenen Fast and Furious Filmreihe waren von Anfang an als zweiteiliges Finale konzipiert.